Urlaubsparadies Mykonos. Die griechische Insel gilt als Treffpunkt des internationalen Jetsets. Luxus wird hier großgeschrieben, offenbar aber auch das Wort Steuervermeidung. Dieser Verdacht zumindest führt derzeit Steuerfahnder auf die Insel und nach Angaben der Behörden wurden sie bereits fündig. So etwa in einer Strandbar in Paraga, deren Besitzer offenbar versäumt hatte, Belege über Ausschank in Höhe von 3.500 Euro auszustellen. Im Klartext, Geld kassiert, aber nicht versteuert. Ein Andenkenladen und eine Reinigung wurden für 48 Stunden geschlossen, nachdem Fahnder dort auf ähnliche Ungereimtheiten gestoßen waren. Das auf der Insel bekannte Restaurant Katrin schließlich musste seine Tageseinnahmen an die Steuerfahnder übergeben. Die Summe wurde konfisziert, weil das Restaurant dem Staat rund 380.000 Euro Steuern schuldet.